Jo, Freunde, was geht ab? Hier geht's wieder zu einem neuen Video von mir. Jo, Freunde, was geht's ab? Digga, Hier ist du musst wieder auch, ein. du musst dich auch vorbereiten, wenn du irgendwas sagst oder machst. Du kommst einfach. Jo! Ich Ja. sitze einfach daneben und gucke in die Kamera. Fang jetzt einfach an. Jo, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute mal ganz anders mit dem lieben Kollege. Es wird spektakulär. Die erste Folge von Kluger versus Vorsänger. und die Bestrafung wird sein. Diese wunderschönen Bulldog-Nudeln. Die zwar nicht so scharf sind, wie wir dachten, aber. Die werden scharf sein. Wir spielen drei Runden in Fortnite. Wer es schafft, einen Win zu holen oder näher am Win dran ist, gewinnt die Challenge und der Verlierer muss natürlich die Bestrafung essen. Also Freunde, schreibt gerne mal in die Kommentare, was wir als nächstes aufnehmen können für eine Challenge und welche Bestrafungen wir auch noch machen können. Also lasst gerne ein Like da, Und ein vergesst nicht, Abo. und die Glocke und schaut gerne beim Beluga vorbei. Und wenn euch das Format gefällt, Beluga gegen Warzank, wie viele Likes sollen die nach oben da lassen? Oder wie viele Daumen besser gesagt? Für die nächste Folge? Ich würde sagen, machen wir. Okay, 11 Likes und dann kommt Folge 2 von Beluga gegen Warzank. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Round 1, Fight! Ich bin ja Profi-Fortnite-Spieler, war ja mal in einem E-Sport-Team drin für kurze Zeit und bin dort rausgeflogen, weil ich einfach zu gut war. Ich weiß nicht, die meisten Leute noch gar nicht, habe ich auch nicht vielen erzählt. Da war jetzt eigentlich nur hier Warzank. Ich war auch mal im Rainbow E-Sport-Team drin, bin dann rausgeflogen, weil ich so scheiße war. Ich muss kämpfen, ne? Du musst. Musik? Du musst, hä? Oh, der war Glumanda, Alter. Digga, das ist ganz komisch mit deiner. Warum krieg ich eigentlich gleich so einen Gegner, wie der Glumanda nach. Digga, deine. Meine Performance hier gerade, ne? Kacki-Baiten, Ich glaube, es gibt so alle drei, alle vier Elemente, ne? So Felsen. Ich habe Avatar nie geguckt. Tut mir das so leid, Leute, aber. Ist ganz komisch, schon mit deiner Empfindlichkeit zu schießen. Warum? Weil das hier ein bisschen anders ist, weil. Da ist noch einer. Hättest du doch den Mittel kriegen können, dann. Ja, ich hab's mir auch dort aufgefallen. Chronoling. Kann man irgendwo draufklicken? Auf den Chronoling. Funktioniert gerade echt gut, muss ich sagen. Boah, lass meinen Bot machen, ne? Ich habe seine Inneneinrichtung jetzt kaputt gemacht. Oh, von Meister Popper. Meister Popper! Ich hatte das Gefühl, wir werden heute nochmal einen Fortnite-Sieg sehen in Solo. Ob jetzt von dir oder von mir. What the Der macht ein Greedy, Alter. Oh. Oh, der hat ihn nicht mal geholt und er macht ein Greedy. Oh, fuck. Das ist ein Team. Das ist ein Team mit einem Bot. Komm, Chef. Mein Bot schießt. Ach so. What are you doing, Stepbra? Schießt du? Hast du gerade mein Bot? Tom 2. Ich gegen Greedy. Okay. Ich brauche das nicht. Greedy Master 3000.
kurz mal einen Anfall gekriegt. Round 2, fight! Jetzt ist weg, gut. Ja, das ist bestimmt beim Landen, hast du von meinem Landen nochmal gehabt. Oh fuck. Oh, könnte, ich spiele auch noch ohne Dings. Könnte eine schlechte Runde für mich werden. Schleer schlechte Runde für mich. Ey, nicht wegrennen! Doch wegrennen! Oh, ich hab grad gedacht, der holt mich jetzt mit einem Sturmgewehr. Aber alles gut. Ah, da vor mir ist doch einer. Dann können wir mal jemand aus dem Spiel nehmen, ne? Ich brauche echt eine Brille. Und Aim. Ja, ganz auf alle Fälle mehr Aim als eine Brille gerade. Was macht der denn da drin? Geh mal besuchen. Was ist da? Du erstmal den Bruder hinten. Mann! Digga, die wollen mir doch. Was machen die jetzt? Spielen die jetzt irgendwie Dragon Ball nach oder was? Was machst du da unten? Genau. Was ist mit dir nicht richtig? Alles gut. Wir können das. Digga, warum? Wie ich solche Waffen? Noch ein Audi. Okay, ich muss mir was einfallen lassen. Nee! Kumpel, bitte! Ich kann nicht mehr rennen. Ich kann nicht rennen. Digga, war aber gerade knappe Eisenbahn, ne? Ja, weißt du. Ach so. Ping hat gerade Probleme gemacht, deswegen konnte ich rennen. Alles gut. Gewinn trotzdem. Wenn Max dann nachher dran ist, hat Max wieder so glasklaren Ping. 1000 Mbits die Sekunde. Der sieht die Gegner schon, bevor sie gelandet sind, kann alle holen. Da hinten. Bist du echt oder bist du? Digga, Leute, hallo. Nur weil ich gerade gewonnen habe, müsst ihr mich nicht gleich so ärgern. Ich bin nur Skateboard. Hier, Ski fahren. Skillboard. Skillboard. Skillboard fahren. Komm, wir gehen auf der Ölplattform. Da ist bestimmt noch Loot vor uns. Digga, ich bin jetzt aber auch an dieser Runde nur am Flüchten, ne? Das ist wieder ein Gegner hier. Okay, wir heilen uns. Ich würde mich ja wohl keiner. Hallo! Kumpel, ganz ruhig. Was hast du denn? Komm doch runter. Komm nicht runter. Bleib bitte oben. Ich hab dich drauf gehört. Final Round. Fight! Schreibt mal gerne in die Kommentare, ob ihr wollt, dass Kuluga meinen Kanal übernimmt. Dann schreibt einfach rein, Kuluga soll übernehmen. Komm schon. Ey! Ein One-Tap, Mann. Ich guck nach oben, um den Sinn einer Orientierung verloren, Alter. Wirklich, Realitätssinn ist nicht mehr da. Ich guck nach oben, weil ich den Gegner sehen möchte. Digga. Ah, da ist er. Na komm, Kumpel, halt doch die Klappe. Normale Sturmgewehr. Oh nein. Oh nein. Der ist motiviert. Wir sehen uns, Kumpel.
wo kam dein Aim her, Bruder? Ja, komm, Bruder, da hinten, muss mir ganz kurz mal heilen. Komm gleich raus zu dir, ja? Gut. Oh, fuck, nein! Avatar Boy und sein Family kommt. Master Popper. Lass mich in Ruhe! Nein! Master Popper, bitte! Meister Popper! Ich kann ja auch nicht campen. Was würde mich jetzt einfach hier irgendwo hinsetzen und warten? Kurz mal Stressbaum gemacht. Wer war das? Da ich halt so aufs Maul. Oh, denkst du eigentlich, wer du hier bist, Junge? Es ist da oben, ist mit. Alles gut, Mister. Tut mir leid, ich wollte dich nicht provozieren. Round 1. Fight! Da ist der erste weg. Hast gesehen? Zwei Schüsse, schon war er weg. So macht man das kluger. Mit Glück kommen wir her, aber mit richtigen Spielern nicht mehr. Ja. Okay, mal an, so ein Rino. Da vorne wurde gebaut. Oben wurde gebaut. Da ist der zweite weg. Ja, die haben auch alle keine Sniper irgendwie, habe ich das Gefühl. Hast du denn den Sniper direkt zum Anfang bekommen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, von dem Bot hat der Bot hat mal gegeben. Stimmt. Müssen wir nachher mal gucken. Weißt du, ob er gerade ehrlich gar nicht mehr. Gehen wir mal ein bisschen weiter. Gucken mal, was hier so los ist. Ungesundes. Oh, das hast du einen abbekommen, ne? Ja, wirklich. Nicht schlimm. Warum haben die denn alle den Sniper?
Was? Hast du keinen Sniper jetzt? Ja. Ich brauch ja keinen Sniper, weil du einen Hype auch mal willst. Scheiße, nicht getroffen. Ich hab kein Aim. Wie dumm. Wo kam der her? Kam der von hinter mir? Ich hätte schnell rüber rotieren müssen. Round 2. Fight. Alter. Ich hab eigentlich nur die beiden oder war da noch einer? Ist nicht schlimm. Heil er erstmal den Gegner. Da kommt auch noch einer, jo. Oh, fuck. Wie der denn jetzt? Wenn ihr jetzt wegrennt, sehen sie dich. Was macht der denn? Jo, hätten wir das auch wieder. Ja, der war auch wieder. Richtiger Reinfall. Stabarinskis. Okay. Okay. Hier vorne zum Turm. Mit dir nicht, hä? Der Typ hat die Taste zum Aussteigen hier gefunden. Konzentration! Ist hier vorne liegt Blut. Keine richtige Sniper. Da kam der Sniper. War schlecht. War schlecht. War gut. War schlecht. War schlecht. Man denn am besten hin? Hier nach rechts, ne? Ach, nun gehe ich auch schneller. Mit diesen Drecksbüsche. Da hinten ist auf jeden Fall mehr der Yo-Spieler, den sehe ich. Darf ich hier auf dem Dach rauf? Ja, da kann ich hinten.
Und ganz wichtig, nochmal drücken. Da hinten kommt er. Ich habe ihn gesehen. Komm. Wo war der denn jetzt? Ich sehe doch, warum denn gerade der Vogel? Wo war er denn? Hä? Ich dachte, ich verreck noch. I said right foot creep, oh, walking with the heat. Look around, stay low. Onkel Rosen klickt zurück. Also, Freunde, wir haben die Bestrafung jetzt fertig gemacht. Der Herr Kruger hat, wie man gesehen hat, leider verloren. Boah, das sieht. Ich sage euch ehrlich, der Geruch. Alter, das haut rein. Wisst ihr, Leute, man steht morgens auf, denkt sich nichts Böses und dann ruft ein Max an. Und dann weißt du auch schon, er hat irgendeine bekloppte Idee. Letztes Mal wollten wir irgendwie, weiß ich nicht, Eisbären jagen in Alaska. Jetzt will er mit mir scharfe Nudeln essen. Halt aber höher denn. Die Schüssel, wenn du. Geh mit der Schüssel, ja. So, wie soll ich denn. Brauchst du Wasser? Lass mir einen Schluck Milch eingießen, glaube ich. Will? Bist du doof? Ich dachte, du hast Laktose. Mensch, so schlimm ist das nicht. Das ist ein Wannigag, Alter. So wie Undine. Aber warte noch, warte noch, warte noch. Ich soll noch warten, hat er gesagt. Textur ist geil. Chefkoch Lukas hat wieder aufgedöscht. Ne, das war diesmal Max. Max hat viel zu viel Wasser reingehauen. Was labert der schon wieder? Alter, der Fresse, du. Challenge, hat mit Prime runterspülen, Alter. Ich glaube, danach brennt das noch mehr. Das will ich nicht machen. Ich glaube, danach stirbst du nochmal 3 Tode. So viel brauchst du nicht. Nur einen kleinen Schnapperschluck. Also. Ich sollte so wenig reinmachen, oder? Ich brauche nicht so viel. Allein ist ja nur ein bisschen. Wie soll ich denn das höher halten? Ja, einfach. Ja. Und dann hoch, hoch, hoch gucken, hoch gucken, hoch gucken. Oh! Oh, nee, ich halte noch ganz kurz aus. Alter. Traust du dich noch mal eins nehmen, Klein? Nee. Alter, meine ganzen Lippen sind roh, ne? Für euch. Aber hör, warte, nein! Oh. Dass man dann auch sieht, dass du die isst. Man weiß ja, ich die sehe, wenn ich kaue, Alter. Ich wollte nur mal kurz sagen, ich hab die normal. Sind die so scharf? Schlimmer als hier hinten, Alter. Sind die wirklich so scharf? Der wollte mir das erst pur geben, ohne Wasser drin. Wir haben das ja verdünnt. Ist das so schlimm? Ja. Kann man das aushalten, oder? Aber neutralisiert sofort, ne? Das ist so krass. Kriegst einen Schluck nicht sofort neutralisiert. Ist das... So schlimm, ja? Jetzt geht's weg, natürlich, ne? Durch das. Willst du probieren? Nö, hab ja nicht verloren. Da fick dich.
Also Freunde, lasst auf jeden Fall ein Like da, traurigen Koluga. Ich würde die ja gerne komplett aufessen, ne? Aber meine ganze Zunge brennt total, ne? Wie gesagt, Freunde, wir sind raus. Ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen von dem neuen YouTube-Format Koluga vs. Warzang. Schreibt in die Kommentare. Gute Besserung an Koluga. Haut rein. Euer Warzang, Twitch und Koluga. Und nochmal zum Schluss, liebe Community, schaut doch gerne mal bei meinem Partner Sugarfreaks vorbei. Da könnt ihr euch auch meine Box bestellen. Mit dem Code Warzang10 spart ihr, wie gesagt, ein paar Euros, wie man hier sieht, 2,70 Euro. Also schlagt gerne zu, solange der Vorrat reicht. Würde mich echt freuen. Das war's von mir. Das war's mit Folge 1 von Warzang vs. Koluga. Und vergesst nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. So könnt ihr nämlich nichts mehr verpassen. Das war's von mir. Haut rein. Und ciao.